MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ist ja nicht so, dass wir genug Zeit hätten, aber ist okay. Passt schon alles. Hier tut sich gerade nämlich nichts. Warum fährt der Kollege nicht? Stehe ich im Weg? Tatsächlich, stand im Weg. Na komm. Noch können wir. Flott vorbei. Ah, ja, eine Drehung hier. Eine kleine. Und hier rum um die Kurve. Ja, mit leichtem Bruch kommen wir hier vorbei. So, wunderbar. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir weiterfahren können. So, wunderbar. 24 Minütchen dauert das jetzt. Auch nicht schlecht. So, wie sieht's aus mit der Temperatur? So. Okay, ja, die Temperaturen sind jetzt nicht so prickelnd, würde ich sagen. Wegen eines schweren Unfalls. Höhe, Weißkirchener Straße, ist mit Staubildung zu rechnen. Okay. Interessiert uns gerade momentan relativ wenig. So. Machen wir ganz kurz. Achso, kann ich alles nur machen, wenn die Zündung an ist. Okay, gut. So, dann stellen wir die Zeit mal 20 Minuten nach vorne. Wetter, Kalender, 22 Minuten nach vorne, dann sind wir bei. So, und jetzt noch 20, sind wir bei 50. Zack, so, übernehmen das Ganze. Desktop schließen und dann dürften wir eigentlich schon fast wieder losfahren, ne? Nur eine Minute Zeit haben wir. Bingo. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. So, Tagfahrlicht machen wir natürlich an. So. Ja. Wir haben nur ein Ziel, Hauptbahnhof Nord. Wunderbar. Das ist natürlich jetzt irgendwie perfekt. Halt mal. Das? Weiß ich jetzt gerade nicht, was das wieder für ein Zeichen ist. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Nord. Genau. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn sowie zur S-Bahn. Next Stop, Hauptbahnhof Nord. For underground or suburban trains. Was jetzt natürlich total dumm ist. Wir sind zwar super pünktlich jetzt gleich. Wir haben aber keine Fahrgäste. Wo ist der Sinn? Naja. Wir brauchen keinen Sinn. Wir sind Busfahrer. Wir müssen funktionieren und gehorchen. Na los. Achtung, Fuß vom Gas in der Fallstraße. Machen wir. Fallstraße, Fuß vom Gas. Kriegen wir hin, kein Problem. Wir haben eh Stau, so gut wie. Und von daher... Wir müssen ja auch noch gute 3 Kilometer fahren. Fast 4. Hier ist die Busspur mit drinne.
Das ist natürlich total geil. So. Ja, ich habe aus den letzten Folgen mal gelernt, wie das Ganze funktioniert. Das wisst ihr ja, also die Leute, die die letzten Parts gesehen haben, wissen darüber natürlich total Bescheid. Vorsichtig. Weil da habe ich sehr oft die Community gefragt, wie das mit dieser verdammten Busampel funktioniert. Und die ist eigentlich wie eine normale Ampel. Oben heißt Stopp, Mitte heißt Gelb, unten heißt geradeaus fahren. Super simpel, habe ich sofort verstanden und war somit aufgeklärt. Ne? So einfach kann es gehen. Dank der Community, sonst wäre ich jetzt noch im Dunkeln am Stehen wahrscheinlich und wüsste nicht mal, wo vorne und hinten ist. So. Ihr meint da jetzt nicht, ich warte auf die Fußgänger, ne? Das wäre total verrückt. Wow! Alter! Geisterfahrer oder was? Ich habe Luft an Bord. Gefährliche Luft. Komm, verpiss dich hier. Habt ihr was gesehen? Der ist einfach so aus dieser Straße rausgezogen. So, das habe ich noch nie gesehen, ne? Also, City Bus Simulator zeigt einfach einen, dass man immer die Augen offen haben muss. Und zwar beide. Dann fahren wir in die Mitte. Aber das ist richtig krass gerade gewesen. Der blinkt einfach nicht. Warum blinkt er nicht? Wurde ich gerade schon wieder geblitzt? Boah, hier sind vermehrt Blitzer überall, ne? Also nicht nur da, wo die Durchsagen für kommen, sondern überall. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Aber ohne Fahrgäste ist das schon doof. Was ist das für eine komische Route, bitte? Vor allen Dingen, ich sehe da keinen Sinn drin, wenn hinten keiner einsteigt, ja? Naja, was soll's. Wird schon seinen Grund haben, alles, ne? Oh nö, bitte nicht. Bitte nicht, danke. Ich habe mich da jetzt einfach mal zwischengedrängelt gehabt. Nicht in den Busch, nicht in den Busch. Vorsichtig. So, wunderbar, hat doch funktioniert. Geschwindigkeitskontrolle in der Jenaer Straße. Haben wir da durch? Ich glaube nicht. Vor uns hier so ein schöner VW Golf. Mann, oh Mann, oh Mann, hä. Also die Verkehrsdelikte, die ich in dieser Zeit jetzt begangen habe, die sind sehr teuer. Hier machen wir noch einen. Guck mal, wie lange wir das durchhalten, auf der entgegengesetzten Fahrbahn zu fahren. No. Hat aber weder Strafe noch Schaden gebracht, ne? Es ist der Hammer, das Ding. Ja. 2, 2, 6. Fahrt die Tour zu Ende und gib danach folgende Route ein. 11.320. Machen wir. Okay. 11.320.
Vielleicht ergibt es Sinn. Vielleicht aber, wie immer, einfach gar nichts. Junge, ich bin doch schon zu spät. Hä? Musst du mich dann auch noch in einen Unfall verwickeln? Ja, anscheinend muss es. Ist vielleicht so eine Pflicht oder so. Jetzt haben wir schon 7 Minuten Verspätung wegen diesem... Oh. Ja. Entschuldigung. Oh, Zeitstrafe, das ist nicht gut. Ach, vermindert die Geschwindigkeit. Ich war zu flott, oder was? Ist ja der Hammer. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte bei dem Chaos, hätte ich jetzt irgendwie eine Ampel oder so überfahren. Aber da ich zu flott war, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Fuß vom Gas in der Weiserstraße. In der Weiserstraße, okay. Jut, jut. Haben wir Fuß vom Gas in der Weiserstraße. Wir möchten ja keinen Unfall provozieren, ne? Ach ja. Kann ruhig grün werden. Danke. Ist das schön. Wir sind 8 Minuten zu spät. Was natürlich total klar war, wegen dem kleinen Verkehrsstau, den wir vor uns hatten. Aber... Naja, was soll ich sagen, ne? Es ist halt so und haben jetzt Pech gehabt. Aber jetzt kommen wir gut voran. Manchmal verstehe ich die Leute nicht, überholen und fahren dann saumäßig langsam. Was denn? Menschenskinder. Vorsichtig. Huch. Entschuldigung. Die Rechnung bitte an die ASEAG. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst wird... Zeit uns echt umbringen. Hat's geklappt? Habe ich keinen getötet oder so? Oh doch. Naja, passiert. Entschuldigung. Was ist jetzt los? Schon wieder Stau oder was? Hohes Verkehrsaufkommen auf der Linie 16 in der Regina-Ullmann-Straße. Ja, und ich glaube, hier in der Regina-Ullmann-Straße. Königsplatz, wo wir jetzt momentan unterwegs sind, ist es genau das. Ich glaube 11.320 müssen wir gleich fahren, ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, 11.320 war es, glaube ich. Die 11.320. Vielleicht ergibt die mehr Sinn als diese Tour hier. Die auch keinen Müll hinterlassen, die Gäste. Nicht, dass die nächsten... Oh, es geht los. Reinspringen. Reinspringen. Vollgas. Abflug. Wunderbar. Hat geklappt. Grüne Welle. Ja, die jetzt geblockt wird dadurch, dass die 101 vor uns ist. Wobei ich glaube, die 101 hat unsere Fahrgäste mit aufgenommen. Ich kann es ihr leider nicht nachweisen, aber für mich ist das eine totale Straftat und geht gar nicht. Fahrgästeklau oder so, würde ich es nennen. So. So. Und so.
geil. Wahnsinn. Das war Talent, würde ich sagen. So. Den Blinker nicht vergessen, ne? Eine ganz wichtige Utensilie, der Blinker. Da sollen wir rumkommen, okay. Da kommen wir sogar locker rum. Hallo, du Tünnes. Klappt das da vorne? Ja, tatsächlich. So, jetzt heißt es für uns einmal die Route ändern, ins Menü, Anmeldung Kurs, die 11.320, halt, zurück. Nächste Haltestelle, Ostbahnhof, Endstation, bitte alle aussteigen, Umsteigemöglichkeit für U-Bahn sowie zur S-Bahn. So, 32 Minuten haben wir Zeit, zum Ostbahnhof zu kommen. Okay, los geht's. Entschuldigung, tut mir leid. Wir haben es nur eilig, dafür gebe ich ein bisschen Gas. Na komm, verpiss dich. Komm, komm, komm. Wunderbar, danke schön für die Aufmerksamkeit. Wir müssen jetzt den ganzen Weg so gesehen zurückdüsen, förmlich. Wir haben nur 31 Minuten dafür Zeit. Der Hinweg war nicht so lange, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken. Ich glaube, wir fahren auf jeden Fall richtig. Momentan mit der Route und alles. Fordere Unterstützung an. Wagenüberfüllung auf der Linie 25 in der Robert-Koch-Straße. Haben wir leider keine Unterstützung da. Tut mir leid. Müssen so ohne klarkommen und over and out, ne? Grüne Welle, perfekt. Die nutzen wir natürlich aus. So, hier war ein Unfall. Zwischen einem Bus und einem Auto. Das ist nicht so schön. Aber zum Glück ist die Stadt hier bekannt für die schnelle Räumung der Unfallfahrzeuge. Ah, komm. Und Rückwärtsgang. Bremsen und Vorwärtsgang und drehen. Wo kommst du denn her? Ah, Leute, wir machen Stopp, beziehungsweise mal ein Päuschen hier von dem Game. Wir sehen uns in den nächsten Parts wieder. Gib mir ein bisschen Zeit, um ein paar Parts vorzudrehen, wie jetzt zum Beispiel habe ich ein paar Parts vorgedreht. Und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Tschüssikowski, Leute. Dankeschön.